Geheimdienstchef nach dem Schweizer. Und da weise ich auch darauf hin, am 1. November, also jetzt am kommenden Mittwoch, kommt dann die ganze Fassung. Wir sind am Ende der Sendung und müssen deswegen es verkürzen mit Dr. Hans-Georg Maaßen. Und ich glaube auch, dass das auf voraufgezeichnet ist, jetzt noch mal eine Ergänzung braucht. Letzte Woche ist der Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag geplatzt, weil Hans-Georg Maaßen den dort amtierenden Ministerpräsident Ramelow von meiner noch Partei als linksextrem bezeichnet hat. Und ich habe ihm daraufhin einen offenen Brief geschrieben. Ich zitiere daraus: Ich als nunmehr 42 Jahre lang als Sozialdemokrat und Linker von Ihrem Verfassungsschutz als linksextrem überwachter bin doch ein glaubwürdiger Zeuge, dass die Linksregierer in Thüringen relativ wenig mit linksextrem und links zu tun haben. Aber auch Sie, Herr Dr. Maaßen, müssen doch einsehen und eingestehen, dass das Ausspionieren von Friedensbewegungen, Gewerkschaftern, Linken, dass die Berufsverbote der Demokratie viel Leben und Gesundheit gekostet haben. Aber was sollen denn Bodo Ramelows Forderungen nach noch mehr schwerer Rüstung in die Ukraine mit links zu tun haben, und seine gesamten Anwürfe gegen Sarah Wagenknecht haben auch damit nichts zu tun. Nun aber zum Gespräch, zum verkürzten Gespräch, was dann am kommenden Mittwoch um 19 Uhr weitergeht, bei Twitter, bei X, auch auf YouTube, mit Dr. Hans-Georg Maaßen, dem früheren Geheimdienstchef des Verfassungsschutzes in Deutschland. Der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg. Der Ukraine-Krieg wird von anderen betrieben, die jedenfalls nicht unsere Interessen im Blick haben. Und unsere Interessen müssen sein, Deutschland muss sich aus jedem Krieg raushalten. Wir waren schon zweimal Schauplatz furchtbarer Kriege gewesen im letzten Jahrhundert. Wir müssen nicht nochmal Schauplatz eines Krieges werden. Wir hatten es eigentlich, uns ist es eigentlich immer gut gegangen, wenn wir ein gutes Verhältnis zu Russland hatten. Uns ist es immer schlecht gegangen, wenn wir ein schlechtes Verhältnis zu Russland hatten. Wie schätzen Sie diese ganze Reichsbürger-Hatz ein? Ich hatte meine Zweifel, dass diese Reichsbürger-Gruppierung, die ausgehoben worden ist, in der Lage ist, mit diesen Waffen einen Putsch gegen die Bundesregierung durchzuführen. Ich habe auch den Eindruck, hier wird eine Gruppierung zu einer Staatsgefahr dargestellt, die sie so nicht ist. Die Leute mögen Straftaten begangen haben, wahrscheinlich sogar ohne Zweifel haben sie welche begangen, aber diese Dramatik und diese Gefahr erschließt sich mir jedenfalls nach der Berichterstattung nicht. Was dürfen Sie Kritisches über Frau Merkel sagen? Ich kann sehr vieles über Frau Merkel sagen, weil es meine persönliche Auffassung ist und ich damit auch keine Dienstgeheimnisse verrate. Aber ich habe mir eine gewisse, ich sage mal auch, Zurückhaltung auferlegt. Aus meiner Perspektive hat Frau Merkel schwere Fehler begangen in ihrer Regierungszeit. Ich weiß nicht, ob sie das selber als Fehler wahrnimmt, oder ob sie das auch als richtige Politik wahrgenommen hat. Ich habe es als Fehler angesehen. Dazu gehört insbesondere die Migrationskrise 2015, die schon vorher begann und die sie auch mit ausgelöst hatte. Soll man das Recht, das ohnehin ja gekürzte Recht auf individuelles Asyl oder das individuelle Recht auf Asyl, weiter stutzen, um dem Problem beizukommen? Oder ist es nicht ein Missbrauch des individuellen Asylrechts, was viele Schleuser und auch Migranten begehen? Ich halte das Asylrecht für ausgesprochen wichtig. Man denke nur, was aus den vielen Deutschen geworden wäre, die nach 1933 Deutschland verlassen hatten. Ob in die USA, in die Schweiz, in die Sowjetunion, nach Japan oder wo auch immer gegangen sind. Ohne Asylrecht hätten sie keine Chance gehabt und wären in Deutschland geblieben. Oder man denkt auch an diejenigen, auch an Juden, die versucht hatten auszureisen. Und denen ist es nicht gelungen, in einem anderen Staat Unterschlupf zu finden, weil man denen das Asylrecht verweigert hatte. Von daher setze ich mich für das Asylrecht ein.
Es ist ein ausgesprochen wichtiges Recht. Und politische Verfolgung gibt es heute genauso, wenn ich man sagen muss, noch schlimmer als noch vor ein paar Jahrzehnten. Deswegen ist es ein Recht, für das es auch wichtig ist, politisch zu streiten. Ich mache mal jetzt ein kleines Spiel mit Ihnen, wenn Sie gestatten. Aber ich bin der Ältere und darf ins Spielerische mal rekredieren. Ich nehme mal hier einen Button. Würden Sie den unter Umständen anziehen? Free Julian Assange? Ich sage mal, ich muss mir natürlich Gedanken darüber, ich muss mir einfach Gedanken darüber machen, was ich damit zum Ausdruck bringen will und wie das ankommen würde. Ja? Ich bin Jurist, ich bin soweit Bedenkenträger. Aber ich muss sagen, wie Assange behandelt wird, das kann ich nicht akzeptieren. Vielleicht hat er sich in mancherlei Hinsicht auch fehlerhaft verhalten, aber unter dem Strich muss ich sagen, es geht einfach nicht. Und dass die ganze, ich sage mal, politische Welt das einfach so hinnimmt, achselzuckend, völlig inakzeptabel. Letztens bin ich in München, als ich mit Jürgen Todenhöfer und Markus Krall und Rainer Braun gesprochen habe, vorbeigegangen und habe mich dann hochgehoben. Ich hatte das mal hoch. Waren Sie bei der Demonstration gewesen? Ja, ich habe da gesprochen, genau, und gesungen. Und dann habe ich das gefunden und habe das dann aufgeschlagen, weil jeder hebt ja so einen 20-Euro-Schein auf. Und dann steht Nein zum digitalen Euro. Bargeld bietet Privatsphäre und Anonymität. Was ist Ihre Meinung? Ja, ich bin der gleichen Meinung. Ich halte es für zwingend notwendig, diesen Weg in den digitalen Euro zu stoppen. Weil ich die große Gefahr sehe und aus meiner Sicht haben sich Gefahren, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, leider immer wieder realisiert, dass dies instrumentalisiert wird zur Unterdrückung der Bevölkerung. Ich habe immer wieder gesehen, dass Themen politisch als Vorwand genommen worden waren, wenn ich an die Geldwäschegesetzgebung denke. Da wurde organisierte Kriminalität und Rauschgifthandel zum Vorwand genommen, ja. Um im hohen Maße den Bargeldverkehr zu kontrollieren. Und mir war es damals in meinen alten Funktionen im Innenministerium schon klar gewesen, bei den Fällen, die wir haben, ist es unverhältnismäßig, in einer so drastischen Weise in den Bargeldverkehr einzugreifen, nur um organisierte Kriminalität und Drogenkriminalität zu bekämpfen. Da sind ganz andere Interessen im Spiel und das habe ich damals gesehen. Und so wie sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt habe, besteht mein Eindruck, es wird sehr viel immer als Vorwand genommen, um andere Ziele zu verfolgen und das müssen wir stoppen. Ja, und das ganze Gespräch, auch der kontroversere Teil, dann am Mittwoch um 19 Uhr auf Twitter Space, also X, und am kommenden Sonntag dann wieder um 19 Uhr Mods auf Deutsch in alter Frische. Und behaltet bitte im Kopf, kämpft weiter gegen die Kontaktsperre, wie sie auch immer auf euch eintrifft. Haltet Widerstand, Kontaktsperre ist nichts für Zivilisation und lebendige Demokratie. Tschüss und guten Abend. Ja.